Hey, was geht ab, Sunny hier von der Android-Device. Erst einmal ein frohes Neues und ich bin irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu tief, egal. Erst einmal ein frohes Neues, auch wenn es 8. Januar schon ist. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr und ja, ich bin ja eigentlich ganz gut reingekommen, aber ich bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen erkältet und hatte irgendwie bisher auch irgendwie keine Themen oder auch keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung, und dann soll ein Video zu machen, aber ich mache jetzt erstmal hier so ein kleines Begrüßungsvideo, hey, was geht und so, und neues Jahr, neues Glück, wenn man es vielleicht hinten sieht, ich mache gerade oder habe gerade neue Designs gemacht für meine YouTube-Page, Homepage, naja, Homepage habe ich gar nicht, was zähle ich denn da? Auf jeden Fall neue Designs für Facebook und so weiter, ein bisschen was Neues, jetzt das Ganze heißt es Android Device Got Root, Fragezeichen, habt ihr überhaupt Root? Wenn nicht, dann kriege ich das bei mir quasi. Und dazu habe ich jetzt noch eine Seite bei Spreadshirt.de gemacht. Da könnt ihr einfach T-Shirts von mir erwerben mit meinem Logo drauf. Ich habe momentan so drei Sachen. Einmal normal Android Device, dann Android Device mit Got Root. Darunter also Got Hashtag Root. Das Ganze könnt ihr erwerben bei Spreadshirt.de. Link ist wie immer in der Beschreibung. Könnt ihr mal drauf gucken. Und ja, das neue Jahr 2014. Die ersten Gerüchte fangen schon wieder an. Es geht mir schon fast auf die Eier. Aber es geht los mit ganzen Gerüchten, dass Samsung Galaxy S5 kommt. Ja, und das neue HTC One oder HTC Produktcode M8 kommt. Ja, auf jeden Fall gehen jetzt wieder diese Gerüchteküche. Geht jetzt wieder los. Da das Handy hat ein gebogenes Display und kann Toastscheiben heiß machen und keine Ahnung, was nicht alles, was auf jeden Fall. Es geht mir schon fast auf die Nerven, so viel darüber zu lesen, über diese Fake-Spekulationen, keine Ahnung, was auch immer. Werden wir einfach mal abwarten müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen Geräte, was das Ganze bringt. Ich hoffe eigentlich weniger Leistung, beziehungsweise gleichbleibende Leistung, weil wir haben momentan Quad-Core-Prozessoren. Das Ganze wird sich höchstwahrscheinlich jetzt auf 64-Bit-Prozessoren erweitern, wie es ja schon Apple gemacht hat. Aber wonach die Leute immer wieder schreien, was auch rein logisch ist, ist Akku. Wir brauchen einfach mehr Akku für das Handy, weil wir haben jetzt hier 2300 mAh beispielsweise im Mann. Ist an sich okay, aber das ist das Einzige, wo das Handy keinen Fortschritt macht. Die Auflösung wird besser, die Prozessoren werden besser, mehr Arbeitsspeicher, mehr Speicher. Aber wir kriegen keine besseren Akkus, das fehlt irgendwie noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass das auf jeden Fall dieses Jahr mal kommt. Ich habe schon Neues gelesen von Gorilla Glass, das ist ja mittlerweile bei so gut wie allen Handys verbaut. Jetzt gibt es sogar ein Gorilla Glass mit antibakterieller Oberfläche, das heißt, da haben irgendwie Bakterien keine Chance drauf zu überleben. Wer es braucht, ich weiß es nicht, wenn es Standard wird, warum nicht, aber dann sollte man auch bedenken, dass die Rückseite eines Handys genauso Bakterien behält. Das bringt mir also nichts, wenn ich jetzt die Vorderseite anfasse und habe da keine Bakterien drauf, aber die Rückseite hat welche. Nicht ganz so sinnvoll. Aber keine Ahnung, lässt man sich halt einfach überraschen. Und ja, das war so ein kleines Video von mir. Ein bisschen was sinnlos labern eigentlich. Und ja, wenn ihr Fragen habt, irgendwas, irgendwie, warum, weshalb, Kommentare posten, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, wie immer. Haut rein!